Du aber. In der Verteidigung werde ich doch wohl mit der M1 Garant spielen können. Und wir werden es auch hinkriegen, oder nicht? Oh Mann. Sehr gut, alle auf dem Wagen. Der Gegner kommt von einer Line. Kann ja nicht so schwer sein. Ist der Gegner gut, fährt er direkt durch. Schön den eigenen Mann überfahren. Den brauchst du, da brauchst du gar nicht probieren, auf den zu schießen. Den triffst du sowieso nicht. Wer hat da klopft? Und 8 Schuss sind einfach zu wenig. Ja, eine MP ist einfach göttlich. Ich hab's probiert, ich wollte mal wenigstens vorne das Haus noch abdecken, aber das kriegst du nicht hin. Und da bräuchte ich echt schneller nachladen. Der Gegner hat noch ein paar Panzer, aber das sollten wir ja trotzdem hinkriegen. Sauber, doppelt hält besser. Beide noch überleben wäre super. Wo ist der Panzer? Ich krieg jetzt meinen Sniper-Hit, weil ich nicht Heavy Set habe. Mein Life ist noch nicht voll. Jetzt ist es voll. Ah, in den Winkel kann ich ihn nicht mehr abschneiden. Machen heute auch mit mir Zielübungen, ne? Das muss auch sein. Aber anscheinend spiele ich wieder gegen 10 Volltrottel und 3 halbwegs Leute, die spielen können. Die 3 halbwegs, die spielen können, die sind jetzt alle bei B3 da. Wenn ich mal außen auf der Flanke stehe, das ist dann... Was soll ich denn machen? Die M1 ist für einen Geländekampf und nicht für einen Gebäudekampf gemacht. Schön, dass du stehst und darauf wartest, dass die Leute versuchen, da reinzukommen in den Punkt. Sehr gut gemacht. 1 gegen 3. Beweist sich immer als bösester Fehler, immer wenn Roland die Waffe wechselt. Gut. Der Gegner hat jetzt Panzer noch vorne zu stehen, aber die werden gut weggekloppt. Da können wir echt nicht meckern, da sind sie dabei. Wenn wir jetzt noch eine Gegenoffensive hinkriegen. Einen schaffe ich ja auch, wenn ich reingehe. Einen schaffe ich, vielleicht auch noch einen zweiten, aber dann muss ich nachladen und dann ist Ende Gelände. Alles Scharfschützen hier. Alle sind super im Schießen. Ich find's immer geil. Ah, ich kann gleich hinten stehen bleiben. Muss jetzt hinten stehen bleiben. Guck, gleich der nächste angesprungen. Immer mindestens 2. Das ist so fatal, dass ich keine MP dabei habe. Ist wirklich extrem schlecht.
nicht jeder Schutz sitzt, ne? Ich sag's euch. Komm ich an den T-70 ran. Nur wenn er nicht nach links guckt. Und nur wenn keiner im Bunker sitzt. Und nur wenn keiner snipert. Der erste. Der zweite. Reicht schon. Junge! Wow! Der trifft mit dem STG präziser als ich mit dem Gewehr. Zack, und vom Sniper. Drei wird genommen. Zumindest ist die... Der Versuch ist da. Ja, Puffer ist. Schon gewartet, aber wir kriegen jetzt vorne den Punkt. Zu weit aufgerückt, die Jungs. Ja, ist auch nicht einfach. Und wenn ich schon Erster bin, das ist ehrlich, ehrlich, Leute, das ist nicht gut. Das ist einfach. Da weiß ich immer ganz genau. Eins. Zwei. Wenigstens den. Wir treffen noch hinterher. Aber schön, dass wir es eingenommen haben. Sehr gut. Sind sofort wieder da und ich versuche jetzt über das freie Feld nachzurücken. Immer gut. Noch wieder ein Erlebnis. 4 gegen 2. Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Mir war es nämlich nicht. 100% Luck. Stellung gehalten. Hätte ich haben müssen. Einmal daneben geschossen. Ich weiß zwar nicht wie, aber daneben ist daneben. Danke. Ruf auf den Verein. Ich würde gerne auf mal auf einer Flanke sitzen irgendwo. Ich hoffe, das ist unser APC. Heißt, hier würde ich ja gerne mal stehen und ein bisschen abcampen die Nummer. Und ein bisschen durch die Büsche turnen. Sehr gut, sehr gut. Panzersturm. Nach drei Wurfen mit dabei. T-70 oder BT-7? Das ist die Frage. BT-7 bin ich mir sicher, dass ich mir 3 kriege. Denkst nicht. T-70. Du hast mich nicht gesehen. Irgendwas auch nach vorn.
ich über 15 Kills habe, ist schon geil, das muss ich sagen. Ich bin nicht super eingespielt mit der Waffe. Jetzt, die meisten habe ich sowieso aus 2 Meter Entfernung geholt, ne? Das war ja nicht das Problem, da kommt es eh drauf an, wer jetzt schneller klicken kann. Und kommen wir da noch rauf, ohne abgeknallt zu werden? Snipern ist der Gegnerspitze. Abfarmen kann der Gegner, ne? Von außen. Kopfschuss. Mit dem ersten Hit Kopfschuss. Das ist so lucky, ey. Das ist immer... Oh, unglaublich. Das sind so sichere Kills. Und ich mit der MP einfach kriege. Und wenn er einmal die Waffe verspringt oder der sich ungünstig bewegt... Ja, tut mir leid. Er kommt rein, heilt sich. War's das. Direkt geschossen. Alter, wow. Nee, da sitzt ja gar keiner. Oben Dach. Ah, hier kommt's. Zwei Seiten durchlöchert hier. Ja. Wir haben da einen Fokus drauf, Junge. Und glaub, ja, schneller nachladen, Premium-Spieler, war ja klar. Gegen was spiele ich denn hier, ne? Garantiert gegen keine Hobby-Gamer. Schönste sind dann noch immer die Sachen, die ich da immer so gerne höre, wie du hast nur gegen Trottel gespielt. Links kommt auch noch einer. Den haben wir. Oder irgendwie so eine lustigen Kommentare. So gut waren die ja gar nicht. Oder vor allen Dingen, wenn der Gegner Premium wird, ich sage, ich spiele ohne, ne? Ja, wer hat der Gun? Ach, das ist MG, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Kills ich jetzt schon gehabt hätte, nur mit der MP. Hinter uns ist schon zugestellt, na dann. Die Leute habe ich ja auch immer gern, ne? Mit der PTAD am Spawn stehen. Wo könnten denn die gegnerischen Fahrzeuge sein? Na, am Spawn, wo sonst? Ja, der Spawn wird abgefarmt. Wow, Alter. Spawn-Camping wieder vom allerfeinsten. Von allen Seiten wird gesnipert. Wow. Also es dürfte eigentlich keiner beim Punkt stehen. Von denen. Ich müsste einfach nur ganz außen rum fahren, weil es geht nicht anders, weil alle außen drumrum campen. Auch ein bisschen mit dem Spawns sparsam sein. Weiß nicht, ob wir nachher noch Verstärkung kriegen. Eigentlich schon, es ist alles nicht so wichtig. Ja, so habe ich nämlich gedacht, es sitzen alle nämlich außen rum und keiner sitzt im Punkt. Ja, es ist halt immer dasselbe Spiel, weil der Gegner sich nicht verändert. Wenn sich der Gegner nicht verändert, muss ich eigentlich mein Spiel immer gleich behalten. Ja, alle sitzen außen, also muss ich im Punkt sitzen, damit wir das Spiel gewinnen. Das ist
ist halt mit dem Gewehr in der Hand verdammt schwer, da was zu reißen. Musst du unwahrscheinlich gut sein. Ja, kommt drüber gesprungen, einen Schuss abgegeben, zack, Feierabend. Ja, das ist Standard. Da brauchst du nichts für können. Einmal als Garantspieler oder Gewehrspieler müssen wirklich absolut top sein. Ja. Festgehangen, super. An der Kante stehen geblieben. Naja, MG, Kopfschuss. Wahrscheinlich erster oder zweiter Hit, das ist immer wieder genial. Es läuft auch nur gut, weil alle anderen sehr gut mitspielen und sich wirklich hier alles in die Verteidigung mit reinsetzt. Also wirklich nahezu jeder. Ich mein Motorrad hier geparkt hat, ist genial. Alle Ausgänge sind zugestellt, das heißt, ich kann nur durchfahren. Und wenn mein Wagen bzw. mein Motorrad heute auch nochmal geradeaus fahren würde, wäre das echt toll. Jetzt werde ich vom 1911er, ja, und vom Panzer. Ja, es stehen alle außen drumrum und warten da, dass wir rauskommen. Ne? Das ist einfach so eine so richtig schöne Camping-Taktik. Da wird gewartet, bis wir nicht mehr wollen. Gehen. Kurz APC. Steht hier einer oder steht hier keiner? Ich muss reinkommen ans APC. Mit Beeilung. Doch nicht neben mir. Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Herzlichen Glückwunsch. Da wird gepfiffen, Junge. Es ist, als wenn er jetzt wirklich eine Heldenleistung vollbracht hat. Mich von hinten zu erschießen. Wir kämpfen wieder aufopferungsvoll. Ich fahre jetzt hier erstmal wieder dreimal in den Tod. Da hat er wieder extrem viel Luck. Es ist unglaublich, wie viel Glück der Junge hat. Ja, das ist so spielentscheidend jedes Mal. Ja, jetzt wird gestorben für den Sieg. Zack. Zack. Und nochmal gestorben. Ich kann auch nichts machen. Wir sind da zu weit weg. Ja, ich muss hier bleiben, weil ich dann, wenn ich außen rumfahre, verlieren wir den Punkt. Natürlich prallt mein Wagen ab. Das ist so ungerecht, dass mein Wagen hier irgendwo immer hängen bleibt. Das ist spielentscheidend, absolut spielentscheidend, dass ich jedes Mal gegen irgendwas gegenfahre und wir dadurch das Spiel verlieren. Und da campt noch einer dahinter. Und hinten ist der Punkt verloren. Sehr gut. Es
könnte Spawn-Camping betreiben. Dann direkt nach vorne, dass der eine da noch drin geblieben ist von uns, ist super. Vielleicht schaffen wir es noch, da drum rumzufahren. Ah, komm! Ne, es ist auch immer derselbe, der mich abschießt. Ne? Es ist egal, wo er ist immer da. Also es ist eine super Vorstellung, was die Jungs hier reißen. Also obwohl wir eigentlich wirklich keine Chance haben, spielen wir das hier echt gut. Scheiße. Ich kann es genau sehen, dass da noch einer ist. Wie ein Mann. Ich kämpfe wie ein Held. Es ist, ne, immer wieder ein Erlebnis dabei zu sein. Stehst du da mit seiner kleinen M1 Garand und versuchst da irgendwas zu halten gegen die Elite der Elite. Und ich will nichts hören, ey. Ich schwöre euch, Leute. Dann will ich von euch ein Video sehen, wie ihr hier mit einer M1 Garand rumturnt und alle über den Haufen schießt. Immer dieses, ich spiele nur gegen Trottel hier, ja. Die Guten kommen immer, sobald ich eine schlechte Waffe ausgepackt habe. Sehr gut geparkt, das Motorrad. Glück gehabt. Ein Glück habe ich noch von hinten beschossen. Ja. Ja, 2 gegen 1. Herzlichen Glückwunsch, hast gewonnen. Knappe Kiste. Was ist denn das ABC von dir? Nichts mehr machen. Ich muss das teilen. 5 gegen 6, 4 gegen 6. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Hat er sich wieder rausgeleckt? Ein Stress hier. Den kriege ich auch erschossen, wenn er sich nicht bewegt. Unser Mann. Natürlich campt er da wieder. Es ist immer derselbe, der mich erschießt. Der hat quasi nur mich erschossen im ganzen Spiel. Das ist egal, wo ich langlaufe, der erschießt mich immer. Das ist unglaublich, wie Leute es schaffen, mir immer entgegenzurennen. Ne, der muss ja wirklich... Ne, der muss ja jetzt F11 drücken, weil was anderes bleibt ihm ja nicht übrig. Sonst kriegt er mich ja jetzt nicht mehr.
aber abdrehen, kann er mich wieder abfahren. Und verloren. Meine Schuld, wie immer. Ja, es ist die Strafe, die ich jedes Mal bekomme, sobald ich diese verdammte Waffe wechsle. Ne? Es ist einfach so.